Die Kämen-Tropfen ist eine richtige Herausforderung, weil die Autos eben halt alle komplett baugleich sind. Da kommt es auf den Fahrer an, auf die Strategie, auf die Taktik. Also der Matto Porsche mit Macalle, die haben mal richtig den Start verpennt. Wir sind jetzt live dabei mit Ivan Giacoma, der da angreift. Ganz vorne das Teichmann-Auto, nagelneues Fahrzeug. Da geht es genauso eng zur Sache, gerade mal eine halbe Sekunde dort hinter. Alle drei kommen sie jetzt zeitgleich und planmäßig in die Box. Und wir beobachten jetzt die Windschattenschlachten aus der zweiten Startgruppe. Drei Caymans gegen Andy Böden. Runter in die Senke, da ist ein KTM sehr langsam unterwegs, das ist gefährlich. Ja, oh, ja, einer links vorbei, einer rechts vorbei. Wir bleiben beim Kampf der Cayman GT4 Trophy bei Manta Racing. Also die bieten uns heute wirklich echt erfrischenden Motorsport. Ich überlege auch so ein bisschen, was könnte jetzt mit dem Wetter passieren? Wie lange können wir auf Regenreifen bleiben? Wann kommen wir rein? Das Auto da von Karsch und Riemer, die haben aber einen sensationellen Start gehabt. Die bleiben onboard im Teichmann Porsche, aber jetzt kommt der Konter vom Müllner Porsche mit Nico Menzel. Relativ eng beieinander und hier geht es fast zu dritt durch die Bilsteinkurve. Fast 20 Sekunden schneller. Also bei Kai Riemer ist da jetzt aber richtig Feuer in der Hütte. Also Spannung auch da in der Klasse der Cayman GT4 Trophy. Hier kommt nochmal der Angriff von Riemer, Giacoma und Co. gegen den Müllner Porsche. Und da sehen wir die beiden Müllner Autos ein weiteres Mal. Die geben alles. Also da sitzt Gabriele Piana am Steuer. Piana, das ist ein digitaler Rennfahrer. Der kennt nur 0 oder 1, also Vollgas oder nichts. Ne? Kampf um Platz 3 zwischen Jens im Teichmann-Auto und Gabriele Piana im zweiten Müllner Porsche.